So Freunde, um was geht es heute genau? Es ist der 360 Bratnutten-Ziel für alle Wurstbegeisterten. Ich denke, jeder von euch macht immer wieder Würste und darum testen wir das gute Stück heute an. Ich bin begeistert schon, obwohl ich es noch nicht ausprobiert habe, weil ich liebe braungebrannte Würste, schön rundum, kross, leicht bräune und nicht auf jeder Seite ein bisschen angeknuspert und der Rest weiß. Der Darm muss schön kross sein und dann würde ich sagen, schauen wir mal rein und nachher wird angetestet. Wie gesagt, sehr schön verpackt, auch als Geschenk, super geeignet für Flachgriller vor allem. Ich denke, geht auf jedem Grill. Hier noch eine kleine herzlichen Glückwunsch zur Bratschaft 360 Brat. Kleines Booklet. Wir haben uns viel Mühe gegeben, damit der genauso ist, wie du ihn brauchst. Falls trotzdem noch etwas fehlt oder einen Grund zur Beanstandung gibt, schreib uns bitte auf die E-Mail-Adresse. Ein paar verschiedene Würste. Die sind ja nicht immer gerade und darum funktioniert das auch nicht auf dem flachen Grillrost. Eine Anleitung ist dabei. Sieht schon mal sehr gut aus. Die Verpackung, wie gesagt, sehr edel gemacht. Als Geschenk sicher sensationell. Nehmen wir uns das gute Stück aus vermutlich Edelstahl. Ich kenne mich da nicht so aus. Schön eingraviert. Oder besser gesagt, ausgeschnitten das Logo und so sieht das gute Stück dann aus. Eigentlich ganz simpel, aber muss zuerst drauf kommen. Es gibt für Rippchen, für Hühnchen, für alles gibt es einen Halter, warum nicht auch für eine Wurst? Und es ist sehr gut verarbeitet. Hier sieht man noch die Schweißnaht. Der Rest ist gebogen und ausgeschnitten, so wie ich das beurteilen kann. Und dann würde ich sagen, geht's mal rüber an den Grill, der ist am Vorwärmen oder Vorheizen und dann testen wir mal ein paar Würstchen auf dem 360 Brat. Grill ist knapp bei 200 Grad. Legen den schön mittig auf. Ich habe mich für Ulmer Bratwürste, bei uns sehr bekannt, St. Galler Ulmer, ist vielleicht ein Begriff für den einen oder anderen, sind ein bisschen gebogen, wie viele Bratwürste und ich denke, das können wir gut schauen, ob das ein gutes Ergebnis gibt. Dann legen wir unsere Würste mal auf, die können wir jetzt ganz gut nach oben auflegen, früher musste man da immer ein bisschen werkeln, dass die schön stehen. Es geht natürlich, aber hier geht es viel einfacher. Schön rein damit. Mach mal zum Vergleich noch eine normale Version. Alle vier Brenner habe ich hier auf ihre unterste Stufe und dann lassen wir die mal schön anknuspern. Schauen wir nach 2 Minuten wieder rein. Kleiner Anwendungsfehler. Der kommt so drauf, schön über eine Flamme. Dann werden auch alle schön braun und nicht nur die direkt über der Flamme sind. So passt das. 2 Minuten. 2 Minuten drehen wir die mal um 45 Grad und lassen sie wieder 2 Minuten ziehen. Nach 2 Minuten schauen wir mal rein, drehen alle um 45 Grad heiß und lassen sie weitere 2 Minuten so weiter brutzeln. 2 Minuten später wieder
45 Grad drehen. Nächste 2 Minuten sind rum. Ah, yeah. Übrigens, bei uns schneidet man Bratwürste nicht ein, das ist eine Todsünde, sagt man. Darum sind die so aufgeplatzt, aber das muss so sein. Das sieht richtig lecker aus. Nochmal 2 Minuten und dann geht's schon zum Testen. So Freunde, es ist geschafft. Die letzten 2 Minuten. Schön braun rundherum, wie eine Bratwurst sein muss. Schön aufgeplatzt. So muss für mich eine Bratwurst aussehen. Hier noch die normale. Noch relativ weiß hier, auf der anderen Seite auch. Kann man auch machen, ist kein Problem. Aber ich habe immer die Würste auch 4-mal gedreht, so sind sie perfekt für mich. Und dann kommen wir zum Fazit und zum Testen der Wurst. So Freunde, ihr habt es gesehen. So muss eine Bratwurst aussehen, außen kross und innen heiß. Das sind sie allemal. Für mich ist das 360 Brat ein geniales Utensil, das man brauchen kann. Und ich werde es nicht mehr missen. Ich habe eins und ich freue mich darüber. Danke nochmal für den Test, den ich durchführen durfte. Und wenn ihr auch noch Sachen habt zum Testen, unbedingt schicken. Ich habe in Deutschland eine Adresse, da könnt ihr sie hinschicken, die Sachen. Mache das immer gern. Und ich würde sagen, eine absolute Verkaufs- oder Kaufsempfehlung von mir. Schaut mal rein, der Link ist unten drin. Könnt ihr bei Amazon bestellen. Und wie immer würde ich mich freuen über einen Daumen hoch. Ein Abo nicht vergessen, einen Job reinschauen, hier 2 weitere Folgen für euch und bis zum nächsten Mal bei Grill & Chill, Barbecue und Lifestyle. See ya!